Heute trainieren wir gemeinsam mit dem U-Trainer. Das heißt, du schnappst dir dein Gerät und trainierst mit mir gemeinsam meine Übungen auf dem U-Trainer. Solltest du keinen U-Trainer haben, kein Problem. Du kannst die Übungen auch erstmal trocken machen. Das heißt, ohne Gerät. Es geht darum, dass wir sozusagen das U trainieren. Das heißt, du kannst beide Arten, wie ich heute dir zeige, zu trainieren, mitmachen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamm Trompetentrainer. Was es mit dem U-Trainer auf sich hat, das habe ich dir hier in diesem Video schon einmal erklärt. Also kennst du den U-Trainer nicht? Hier erfährst du mehr darüber. Wenn du den U-Trainer jetzt schon bekommen hast, dann weißt du sicherlich anhand von der Beschreibung, die auch dabei liegt, dass es zwei Möglichkeiten gibt oder zwei Möglichkeiten werden vorgeschlagen vom Hersteller, nämlich die isometrische Trainingseinheit bzw. die dynamische Trainingseinheit. Die isometrische, das heißt, dort hält man 60 Sekunden die volle Spannung und macht danach 10 Sekunden Pause. Das Ganze macht man dreimal. Bei der dynamischen ist es so, dass wir 30 Mal auf und zu machen, beziehungsweise zu und auf, das Ganze 30 Mal, 10 Sekunden Pause und diese Übeeinheit macht man insgesamt 5 Mal. Das ist ein Vorschlag des Herstellers, das heißt, es dient als Richtlinie, als Richtwert. Letztendlich kommt es natürlich immer individuell auf deine Trainingsfortschritte an, beziehungsweise auf deinen Trainingsstand. Du kannst natürlich auch hier die Gummiringe variieren, das heißt, wir haben hier unten von unten gezählt insgesamt 4 Einsparungen, das heißt, wenn man die 2 Gummiringe ganz nach unten macht, dann hat man eine sehr, sehr leichte Einstellung, macht man es auf die Position, auf der es ich aktuell habe, dann hat man eine mittlere Schwere eingestellt, macht man die beiden ganz nach oben, dann hat man es mittelschwer und hat man alle 4 Gummis letztendlich, den U-Trainer mit 4 Gummis bestückt, dann hat man es am schwersten. Ich habe mich jetzt erstmal für die mittlere Schwierigkeitsstufe entschieden und mit der trainieren wir heute auch. Also, wir nehmen den U-Trainer in unseren Mund und machen eine erste Trainingseinheit mit 30 Mal zupacken, loslassen, zupacken, loslassen, 30 Mal. Also U-Trainer in den Mund und los geht's. 1, 2, 3 und... Jawohl, das war die erste Einheit. Also 30 Mal zu und aufgemacht. Jetzt 10 Minuten Pause machen, ruhig auch etwas ausstreichen. Und weil die 10 Sekunden natürlich schnell vorbei sind, gehen wir jetzt schon zum zweiten Abschnitt, zur zweiten Einheit. Also wieder rein und wieder 30 Mal dieses Training gemacht. 1, 2, 3, 4. Jawohl, und das war der zweite Abschnitt, also auch wieder 30 Mal.
Kann natürlich auch sein, dass man sich verzählt und nur 29 oder dafür 32 Zählzeiten macht, beziehungsweise Abschnitte macht, Trainingseinheiten macht. Aber letztendlich geht es darum, dass man sich eben trainiert. Und da kann schon mal passieren, dass man sich eben verzählt. So, wir gehen auch gleich weiter zum dritten Abschnitt. Denk immer dran, wenn du diese Übung machst, dass du immer mit diesem U, deswegen auch dieses U, also U-Trainer-Prinzip, also immer in dieses U, U. Darauf aufpassen, dass es immer zu einem U wird. Achtung, nächster Abschnitt. 1, 2, 3, 4. Jawohl, und da waren es am Schluss schon 3 Sets, die wir gemacht haben. An manchen Tagen mache ich die 5-mal, wie es eben vorgeschlagen wird, aber in der Regel mache ich jetzt neben diesem dynamischen Training auch das isometrische. Das heißt, jetzt baue ich 2 Abschnitte rein, indem ich eben 60 Sekunden versuche, mit dem U-Trainer dieses U-Position, diese U-Position zu halten. Das heißt, einmal kurz ausstreichen. Und dann geht's los mit 60 Sekunden. Los geht's. Jawohl, so schnell sind 60 Sekunden rum. Jetzt wieder ausstreichen. Lockerheit in die Muskulatur holen. Und dann gehen wir auch gleich zur letzten Einheit. Wieder 60 Sekunden dieses Training. Das heißt, man hat immer so eine Kombination von dynamisch und isometrischem Trainingsfortschritt. Jetzt nochmal rein und dann nochmal 1 Minute ausgehalten, also 60 Sekunden durchkämpfen. Denke immer dran, die U-Position zu halten und auch vorsichtig nicht mit den Zähnen zupeißen, dann würdest du ja schummeln. Wir halten das nur mit der Muskulatur. Also rein mit dem Gerät und 60 Sekunden halten. Los geht's.
Jawohl. Und dann haben wir diese Einheit für heute auch erledigt. Das war mein Training mit dem U-Trainer. Ich hoffe, du hast gut mithalten können und hast diese Übung auch gut durchstehen können vor allem. Mach das erstmal auf diese Art und Weise. Wenn du merkst, du hältst das locker durch, dann stell dir die Ringe so ein, dass eben die obersten beiden Positionen dann zu einem schwereren Trainingsverlauf führen, beziehungsweise sollte das noch zu leicht sein, dann bestücke die vier Abschnitte mit den Gummis. Und danach klappt es wunderbar. Das war's zu diesem Video. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.